Du schwänzt fast jeden beschissenen Tag? Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Format. Sick Talk ist der Titel. Heute zu Gast David Scheller. Ihr kennt ihn aus Sonne und Beton, die alten Hasen. Also die Jungen unter euch kennen ihn aus Sonne und Beton, die alten Hasen unter euch. Muss ich ihn nicht vorstellen. Bekannt durch Film, Medien, Funk und Fernsehen, seit 25, 30 Jahren garantiert unterwegs. Also schon vorher, du warst schon immer einer meiner Favorites im deutschen Schauspiel, so, weil du halt immer diese fragwürdigen, dreckigen Rollen oft hast. So, oder dass in diese Richtung geht und die mag ich immer am liebsten. Ist halt okay. So. Freut euch auf dieses Format. Wie gesagt, heute Premiere mit David, aber in diesem Format wird es in Zukunft darum gehen, also unsere Gäste sind sick im Normalfall und haben sicke Geschichten dabei. Wir freuen uns auf Dealer, Schauspieler etc. Sowas in dieser Art, die dann ihre Geschichten zum Besten geben bei Sick Talk. Ja, heute mit David. Vielen, vielen Dank für diese Ehre und für die Einladung. Also ich weiß nicht, wie das immer so vielen, vielen Dank. Du weißt schon, also echt ohne Scheiß, ich bin froh, ich habe dich jetzt auch dreimal, viermal gesehen und die Chemie hat gestimmt. Immer. Und du weißt, ich mache sowas normalerweise echt selten. Ich meine, ja, selten oder gar nicht. Also, ja, ich weiß es nicht. Wir lassen es einfach mal stehen. Heute auf jeden Fall hier. Heute auf jeden Fall hier. Bei Sick Talk. Und dafür bin ich dankbar für die ganzen Niederlagen. Vielen Dank für die ganzen auch Menschen, die einen nicht mögen. Und weil die bringen dich dann doch, wenn du wirklich die nachdenkst. Die Hater und so. Und da muss man sich echt dafür bedanken, dass sie einen durch ihren Hass eigentlich das, was sie verhindern wollten, dass sie nicht über dich reden, Weißt? Also ich mache ja im Grunde ja genau das Gegenteil. Auch Werbung trotzdem. Und das ist ja Werbung. Und also ich habe keine Werbung gebraucht. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich Blödsinn gemacht habe, habe ich einen aufs Maul gekriegt oder mir ist eine Gurgel gegangen, man hat mir gedroht und dies und das. Ich habe dann immer nur gedacht, ja okay, dann machen wir mehr oder komm her. Aber nein, dann passiert immer was anderes. Ja, und dann alle ab danach. Und ich denke mir, ich stehe da wie ein Idiot. Und dann hast du halt Pech. Und das hast du dann irgendwann kapiert mit den Niederlagen. Aber da musste ich noch mit dem Alkohol noch umgehen. Ja, ja, klar, das ist ja dann immer so ein Ding, auf Droge oder auf Alkohol unterwegs zu sein, empfindet man Dinge ja auch ganz anders, man ist viel blinder, man sieht ganz viele Dinge, alles, was dich nüchtern bei den Leuten stören würde, geht im Alkohol einfach unter, so. Wenn du dir dann nüchtern am Kopf hast, dann denkst du halt, warum hast du denn so viel Zeit mit den Spassen verbracht? So, ja, aber Enttäuschung, so, das gehört halt zum Leben dazu, das kann man nicht immer wegspülen. So, oder wegmachen oder du kommst nicht, du kannst nicht dir selber entfliehen. Das geht nicht. Du kannst, das kannst ist rennen, ja das aber Gute. Nicht dich vor deinem eigenen Arsch verstecken. Halt. Genau. Das funktioniert halt leider und nicht. Das, oder diese Sache, das weiß ich mir. Ich meine, das ist wirklich die Sache, wo du dann durch im Leben, wenn du fällst und wieder aufstehst, kommst. Ja, ja, ich sehe das genauso. Lernst du. Man muss dann halt Geduld am Ende haben und nicht diese, oh, wann hört das auf, wann hört das auf, wann wird das so, sondern auch diese depressiven Phasen. Alles wirklich, muss man durchmachen als Mensch, alles. Die kann man auch tatsächlich fast nutzen, nicht immer wirklich und zu 100%. Aber ja, sein Nutzen ziehen, man lernt was draus halt. Ne? Mhm. Und emotional, wenn man richtig dann am Ende damit umgeht, ist man emotional auf jeden Fall stärker. Klappt das da für dich? Ja. Ich wollte nur so, wenn, macht man das so, dass man gegenüber schaut und nicht immer. Ja, ich gucke ab und zu mal in die Kamera, aber sonst ist mir das auch so lieber. Okay. Was wollte ich sagen? Ich hatte gerade so eine schöne Frage noch. So. Ach so. Warst du schon durch mit deinem letzten Entzug als den Dreharbeiten oder warst du bei den Dreharbeiten, hast du noch getrunken? Nee, da habe ich angefangen. Da habe ich angefangen, die Dosierungen anders zu machen, runter und zu verteilen. An den Stunden, wo ich gearbeitet habe, habe ich versprochen, ich trinke nicht. Ja. Habe ich gezeigt, habe ich gemacht. Ich habe meine Arbeit einfach so durchgezogen, wie jeder andere dort war. Ja. Also ich sag mal, sein muss oder kann, soll, was auch immer. Und habe halt, ich sag mal, auch nur gezeigt, dass ich halt auch diszipliniert, wie jeder vom Team, für diesen Film meine Arbeit dann abgeleistet habe.
das halt, na klar. Deswegen habe ich vorhin gesagt, also mich hast du nüchtern hast, halt. hast du schon überzeugt so. Das also, weiß ich hast, nicht. Das weiß doch, nicht. Du hast, wenn, die wenn es den Leuten gefällt und wie du es gesagt hast, das irgendwie auch triggert und so. Du hast Emotionen ausgelöst und das ist ja die Aufgabe eines Schauspielers, ein Bild zu zeigen und dazu die nötige Emotion auch zu transportieren. So. Hm. Und die Emotion ist auf jeden Fall greifbar gewesen. Okay, freut mich. Dann hat es geklappt und ich. Dann hat es geklappt, ja. Also ich sag mal. So unterschreiben. Also insgesamt finde ich Sonne im Beton ist. Sehr kurzweiliges, gutes und Entertainment. Es hat Spaß gemacht. Bild, Kameraführung, Sound, alles gut. Bildnachbearbeitung, Bombe. Also da auch nochmal großes Lob an Wendt hat den produziert. Die Produktion ist von diese Wendt. Seven Elephants. Seven Elephants, genau. Oder und 16 Elephants, ich weiß nicht, Seven Elephants? Ich weiß nicht, Alex, helfe uns doch mal. Also David Wendt. Alles benennt, gut. Benennt. Alex macht sich schon wieder über unsere Süßigkeitenkiste her. Aha, ja. Da weiß man wieder, wer die Diebe im Haus sind. Naja, auf jeden Fall dicke Props an den Film. Meine Erwartungen waren wesentlich, wurde bei weitem übertroffen, sagen wir so rum. Wurde bei weitem übertroffen. Ich fand's sehr ein gutes Kinoerlebnis. Und die 1 Million oder jetzt knapp 1 Million Kinobesucher sind echt gerechtfertigt so. Finde ich sehr schönes Ding, was da abgeliefert worden ist. Das so soll es ja auch sein. Ich meine, das ist ja, das ist ja halt ein Film, geil, Unterhaltung. Dass das so alte Schule-Leute wie du, die ich auch schon irgendwie seit 20 Jahren aus dem Fernsehen kenne, irgendwie, dass die dabei sind, so in so einem jungen Film, weißt du? Ja, aber da war ja auch, Jörg Hartmann war ja auch dabei. Und hilf mir gerade. Dieser Tatort-Kommissar. Dieser, ah, okay. Der den Vater gespielt hat vom... Von Felix, oder was? Felix, sein Vater. Im Film heißt er Lukas? Felix, sein Vater. Soll ja seine Geschichte sein. Also ja, von Lukas. Ach, so ist die Assoziation. Ja. Ah, alles klar. Lukas, ja, stimmt, ist Felix. Weil er den Film ja führt von Anfang an. Ja, Lukas, genau. Ist Felix. Ah, okay, gut, so. Verstehe. Und da hat der Jörg Hartmann, da hat er den Vater. Okay, ja, den fand ich auch ziemlich gut. Wille, aber ich hätte jetzt nicht gewusst, dass er aus dem Tatort ist. Gut gespielt, gut. Ja, fand ich auch ziemlich gut. Die waren, überrascht hat, ich kam da zu diesem Set und wo das alles natürlich mit den Vorbereitungen, mit der Verhandlung und den Gesprächen, ob man mitmacht und liest und einwilligt und alles bla bla. Ich kam an dieses Set und dachte mir, ja, die Stimmung ist gut, die arbeiten, da ist halt auch wieder aufgeteilt, wie es halt immer bei Baustelle oder bei Veranstaltungen, oder, also man kennt's. Und das Team ist aber jung und frisch. Ja. Aber sind zwischen bei den, wie sagt man, Abteilungen, da sind aber auch alte Hasen mit dabei, vor wie hinter der Kamera. Ja. Und das ist das Schöne immer dann, wenn man dann mit solchen Filmen dann zu tun hat, oder mitgewirkt hat, die dann so einen Erfolg haben, ja, kann man sagen, so als Künstler, als Schauspieler, dann, ja, okay, Dankeschön, dass ich mitmachen durfte und meine Arbeit was gebracht hat. Weil das ist nicht immer so, dass man ganz ehrlich sagt, dass man mit seiner Arbeit zufrieden ist. Ja, frag mich mal. Genau. Ich kenne das gut, allein von der Musik, von meinem Hobby. Ich mache halt auch Mucke. So, mache ich seit 2005, so nach 5 Jahren hatte ich raus, hey, okay, schraub mal einfach deine scheiß Ansprüche runter, hört sowieso keine Sau, weißt du? Ja, so. Und, ja, ein bisschen, und, ne? Demo ja, ein bisschen weniger, so, genau. So, entspann dich mal und so. Komm ich hab, damit mein klar. Mein Anspruch ist halt immer, ich will bestmögliche Leistungen abliefern. Ist ja immer. Richtig, so okay. So okay. Und wenn es möglich ist, versuche ich das ja. Aber man muss halt auch irgendwo die Grenze versuchen zu finden und sagen, okay, jetzt ist gut, weißt du? Hier ist gut. Das tut schon dein Körper dir zeigen. Wenn du mit deinem Körper. Ja, nee, auf das Signal will ich gar nicht erst warten. Ich will gar nicht warten. Ich meine, so zeigen habe ich es jetzt nicht gemeint. Also, ich will lernen, rauszufinden, wo der richtige Moment ist. So. Ah. Und ich glaube, das ist immer so die Kunst im Leben. So, sei es bei der Musik, egal bei was man macht, glaube ich, so den richtigen Moment immer auch zu finden, wo man es an der Stelle einfach gut sein, wo man zufrieden sein sollte. Auf jeden Fall.
Das ist ja auch mit dem Kleinen, mit dem Minimalsten. Aber wir reden ja genauso. Ich meine, guck an, was passiert in der Welt, in welchem Zeitabschnitt wir, und das ist ja auch, du bist ein bisschen jünger, ich bin jetzt ein bisschen älter, ich muss auch akzeptieren, ja, was ich geworden bin oder so, mit all meinen ganzen Fehlern, die ich im Leben, aber das ist bei jedem gleich, jeder hat eine Geschichte, jeder, ja, Mensch klar. Und jede, weißt du? Ja, nochmal. Jeder und jede. Und, deswegen, ich finde diese Sonne und Beton einerseits sehr gut und mutig, dass sie zu diesen, ich sag mal, in diesen Zeiten mit diesen ganzen beschissenen Weltproblematik, wie sagt man, Darstellungen der Verblendung und der Verblödung durch Kriege und Naturkatastrophen, das so hinzustellen, dass man halt, wie gesagt, abgelenkt ist von der Wahrheit, ist halt das, dass so ein Film, der jetzt so verpackt ist, wo Ähnlichkeiten hingestellt werden mit anderen Filmen. Das kann man fühlen. Das ist doch scheißegal. In jeder Großstadt gibt es Kids wie Leo und Väter wie den Vater. Das kennen so viele. Also die vergleichen sich ja auch jetzt damit. Da merkt man, und das soll ja auch Sinn und Zweck sein, wie sagt man, dass ein Film auch bewegt. Und wenn ein Film mal in Deutschland die Leute bewegt, gerade die Jugendlichen, dann müssen die anderen das akzeptieren. Ja, dann ist es halt für die und ja. Dann ist es so. So, okay. Tut er ja auch wirklich so. Ich bin kein Jugendlicher mehr. Trotzdem habe ich den Film abgeholt. Ich habe ihn auch zweimal angeschaut. So, allein dieses Ticker-Ding, was die ganze Zeit irgendwie im Hintergrund läuft, so oder nebenbei parallel läuft. Gut, die Jungs rauchen da ein bisschen Gras, aber so trotzdem ist das Geschäft die ganze Zeit irgendwie auch schon da in dem Block. Auf jeden Fall lauert und hängt es schon dran, über, alles es klar. Es lauert überall, auch die Kriminalität. Und klar. Also es ist, wird schon sehr doll und es ist einfach nur ein Ausschnitt aus einer ganz normalen Realität von ganz vielen Jugendlichen hier auch. Genau. In Berlin und in vielen anderen Städten halt auch. Guck dir Frankfurt, Hamburg oder sonst was an. Kennen alle das Problem. Okay. Und selbst die kleinen Städte ja schon. Und die Leute müssen es halt auch akzeptieren, dass halt diese Sprache schon die ganze Zeit, sagen wir mal, was heißt die ganze Zeit, eine Zeit lang jetzt schon in diese deutsche Gesellschaft hineingewachsen, hineingesprochen wird oder gelebt wird und so. Und das ist ja, sag ich mal, so 20, 30 Jahre, ist ja schon am Laufen am Ganzen und es wird benutzt und es ist jetzt salonfähig. Ja, das echte Leben halt. Das macht, also ich bin großer Fan von Autobiografien. So dass ich habe in meinen ganzen Büchern nur ganzen Leben nur drei Bücher gelesen und meins geschrieben. Und da musste ich schon viel zu oft drin lesen in dem Buch. Das erste, was ich gelesen habe, war Der Minusmann von Heinze Botter. Der hat mir am Ende noch Props gegeben auf dem Sterbebett. So, der hat mein Buch auch gelesen. Mhm. So. Der Minusmann, wenn du nicht den Mut hast, deinen Vater zu erschlagen, solltest du wenigstens deine Mutter ficken. Dieses Vorwort hat mich so abgeholt, ich werde es auch nie vergessen. Er hat es so eingebrannt, nachdem ich es gelesen habe. Weil man das als Erste mal sowas deutlich liest so, ne, von jemandem. Der hat das Ende der 70er oder so geschrieben. Ja, ja. Und der im Grunde war das zu der Zeit ein Geständnis, was so gar nicht gesellschaftlich akzeptiert worden ist. So, ich meine, der hat das erst gestanden der Öffentlichkeit, nachdem er auch seine ganzen Strafen, er hat 30 Jahre oder so, oder 25 Jahre im Knast gesessen oder so. Aber da hat ihn die Gesellschaft zerpflückt. Ich denke hauptsächlich, weil sehr viel über Gewalt funktioniert in dieser Biografie. Er prügelt halt alles. Alles läuft über Gewalt. Ja, und am Ende die Frau, die er 30 Jahre lang geprügelt hat, am schlimmsten von allen Weibern, die hat er dann geheiratet, die hat er dann zu seiner Frau gemacht. Die hat immer an das Gute in ihn geglaubt. Die ganzen 30 Jahre lang wären sie eine unglaubliche Geschichte. Und das macht es auch aus. Weißt du, das ist ja das unglaubliche. Damals war das aber so, dass das so direkt am liebsten unter den Teppich kehren, das darf keiner lesen und so. Also das ist nie richtig gegangen. Ich glaube, das ist immer nur in der zweiten Auflage maximal gekommen oder so. Ich war nach 6 Monaten schon in der dritten Auflage, irgendwie im Vorverkauf schon in der zweiten. Weil die Gesellschaft einfach noch nicht bereit war, eine Geschichte wie diese damit umzugehen oder dafür ja auch noch kein Wissen, nicht wissen wollte, warum Menschen so sind. Abgründe. So, warum manche Menschen solche Abgründe in sich tragen und dass man halt auch so ein Leben führen. Weil der Mensch aber dann im Endeffekt auf die Antwort kommt, Mensch aber ist... Jetzt stell dir Sonne im Beton vor 30 Jahren vor. Die Sprache
diese, also, oder ähnliche Sprache, auf die 70er oder so genau. gemünzt, die Sprache. Ja. So, den Assi-Slang von Kindern, so, obwohl Jugendliche oder Kinder in den 70ern nicht Hurensohn geschrien haben, sondern du Arsch oder du Bumsau oder so, weißt du? Das war schon schlimm oder so. Aber heute ja Standard Hurensohn, du Wichser, ficke deine Mutter und so, was sie da alles bringt. Stell dir das vor, das hätten die in den 70ern versucht, diese Geschichte aus so einem Block. Du, da wärst du. Die wär totgeschwiegen worden, sofort. Da wäre sofort der Deckel drauf gekommen und das darf keiner wissen. Das sind nur ein paar Randläufer und das gibt's gar nicht. Aber es ist in der Gesellschaft und es hat, wie sagt man, das Feuer hat gestartet, ne, zu brennen. Und ich schätze, heute gibt es zu viele Betroffene auch, die das leben. Die genau so einen Scheiß leben, jeden Tag. Und die einfach auch nicht mehr ihre Schnauze halten. Warum auch? Wir leben im 21. Jahrhundert. Die Leute haben alles Mögliche vor ihrer Nase und es passieren so viele kontroverse Paradoxe und komische Geschichten und trotzdem die Zeit vergeht und man weißt du, man unterhält sich über Sachen, wo man eigentlich überhaupt, was weiß ich, im Grunde auch, was wir machen, wir versuchen nur die Zeit auch zu füllen, um Unterhaltung, aber sinnvolles Unterhalten zu machen. Ne? Also, das ist gut, Sick Talk, oder? Genau. Wir versuchen hier auch nur die Zeit totzuschlagen, Junge. Und labern ein bisschen. Doch, interessiert mich wirklich, David. Interessiert mich wirklich. Nein, okay, gut, alles klar. Du, ich wollte auch noch ein bisschen einen kleinen Joke machen, weil das ist, macht mal. Das so. Macht man halt so. Nee, alles gut. Ich mache ja sonst sowas nicht. Hat dich das denn irgendwie getriggert, die Rolle da zu spielen? Hat das irgendwie emotional bei dir, hat das irgendwas ausgelöst? So die, also auch dann diese überzogene, inklusive Gewalt zu Hause auszuüben, zu saufen und Gewalt auszuüben zu Hause. Also in dieser Filmrolle jetzt. Ne? Hat dich das irgendwie emotional berührt? Hat das was mit dir gemacht? Das ist so eine scheiß Therapiefrage. Was hat das mit dir gemacht? So, hat das was mit dir gemacht? Wie hat sich das angefühlt, das zu spielen, meine ich? Das ist gut. Du guckst mich an. Ich kann gerade nicht ganz folgen. Ich versuch, da die Frage nicht mit Ja oder Nein zu beantworten sein muss, sage ich ganz ehrlich, ich habe... Der Grund war, warum ich da mitspielte, zweierlei. Und das ist die Wahrheit. Also nicht die Figur, sondern der Grund, überhaupt dort mitzuspielen oder mitzuarbeiten. Ja. Das war, ich wollte David kennenlernen, David. Und ich brauchte sozusagen Taschengeld für meinen Sohn, seine Hochzeit zu bezahlen. Was ich dann, also mitzubezahlen, was ihm fehlte noch, um seine Hochzeit zu Weil ja, er schon groß ist. Wir arbeiten alle für Geld. Genau, wir arbeiten auch alle für unsere Kinder. Und das habe ich gemacht. Und, und dann, als ich dann die Rolle auch las und so, und dachte da, da wusstest du erst, was es ging. Im Grunde hast du schon klar gehabt, okay, damit finanziere ich die Hochzeit. Und jetzt gucke ich mir mal an, was die überhaupt für eine Rolle für mich haben. So? Ja, ungefähr. Weil ich hatte kein Geld zu der Zeit. Ich habe überhaupt nie Geld. Ich lebe ganz anders. Weißt du, mein Leben ist ganz anders. Ich lebe wirklich das Leben eines Kaufmanns. Ich kenne das gut. Von der Hand in den Mund. 30 Jahre lang. Siehst du, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja. Ich habe es gemacht und habe den David kennengelernt, habe dieses ganze Filmteam. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, vor und hinter der Kamera, das war echt, die haben alle... Respekt und Hut ab, also wirklich gut funktioniert und wenn sie Reibungen hatten, sind sie damit gut umgegangen. Und das wird ausdiskutiert. Es wird auch, nee, es ist eine ganz tolle Frau auch weggegangen, aber es hat dann irgendwie intern irgendwie der Ausstieg gegeben in der, sagen wir mal, Führungsposition. Aber das gehört auch dann dazu im Filmgeschäft, genauso wie in jeder andere Branche. Nicht jetzt wegen du wirst, man weiß, Filmgeschäft ist. Du bist die Filmhure, egal wer. Du kannst immer ausgetauscht werden, das ist klar. Ja, klar. Aber du musst einen langen Atem haben. Ja, aushalten. Ganz geduldig genau. Sein. Wie im Leben genau. Dranbleiben. Wie im Leben. Ja. Ganz genau. Ja. Und deswegen hat dieser Film jetzt auch, er hat einen langen Atem. Weil jetzt hast du aber immer noch nicht meine Frage beantwortet. Ja, ist gut. Nee, das habe ich gemerkt. Okay. Ja, also hat das irgendwas mit dir gemacht? So, also diese überzogene, ich schlage zu Hause meine Kinder grün und blau und meine Frau.
Du, da ich immer in diesen, ich sag mal, deutschen Showbusiness immer den Idioten spielen musste, war es nicht schwer, solche Figuren wieder und wieder und wieder in irgendwie anderen Rollen. Ich mag die Negativrollen, die du spielst. Ja, ist okay, es muss ja einer machen. Einer muss es mal, oder? Genau. Macht doch am besten einer, der das richtig macht. Naja, ob ich es richtig mache oder nicht, das ist dann, du machst deine Arbeit und sagst, okay gut, das ist auch im Angesicht des Betrachters. Manche ja, mögen dich, manche Musik mögen dich nicht, oder manche können dich anschauen oder Kunst nicht. Das liegt im Auge des Betrachters oder des Hörers. Ist menschlich alles, alles, auch menschlich. Entweder man kann es fühlen oder nicht. Es gibt so sinnlose Kunst, die löst bei niemandem irgendwas aus, außer kann das weg oder so, weißt du. Aber dieser Kunstsparte muss man da seit Raum lassen, ist mir vollkommen Latte, was genau, die da machen. Genau. Das ist auch aber, richtig, genau. Jeder muss einen irgendwie abholen, irgendwie emotional catchen und dann ist das dann Gute, ist was wertvoll. War, um es deiner Frage eine Antwort zu geben, war, das Gute war, das zu verwenden als Schauspieler, dass du da das Werkzeug benutzt, um diese Rolle Spaß zu geben, wie ich diese Rolle vorbringe, spiele. Ja. Habe ich gesagt gehabt, also gut, gehst du wieder in das Kindesalter zurück, versetz dich wieder, du bist der kleine Scheißerchen und der will was spielen. Und der spielt dann entweder wen nach, dann so benutzt man die Sachen. Mhm. In allen Punkten. Das versuchst du schon wieder, ne? Nein, nein, nein. Du hast die Frage immer noch nicht beantwortet. Doch, die Frage ist beantwortet. Aber was hat das mit dir gemacht? Es hat mir Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht. Ja, aber sonst, du hast dich nicht irgendwie, musstest dich nicht überwinden. Doch, es gab die Szene, wo David dann schon gefordert hat, mit dem Zuschlagen und so, und wo abgesprochen wurde und Stuntman Steven oder Uwe, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, also ein ganz feiner, ganz, ganz erfahrener Profi und der hat auch mit aufgepasst und so und hat auch, wir haben das alles dann alles gut auch choreografiert, wie ja, immer, ja, wie das halt so gemacht werden muss. Ja, auch so, gerade Schlägereien und so, wenn man genau. Dann, das muss echt aussehen, aber zuschlagen darf man auch nicht. Aber weil ich halt eigentlich schon genauso wie jeder andere dagegen bin, als Mann, dass man keine Kinder und keine Frauen schlägt, ging mir das schon... Das meine ich ja. Also ich versuche es mir gerade zu antworten. Ich meine, vielleicht bin ich nicht so schnell im Reden. Vielleicht soll ich mal ein bisschen schneller reden, damit... Nee, ist alles, ich das, das Tempo ist super. Also. Okay, das Tempo okay. Ist super, kann ich dir gut folgen. Danke, danke. Ja, ich muss ja auch dir folgen. Man muss ja auch zuhören können. Nee, alles klar, André. Du, da gab es diesen Moment, wo ich schon raus bin und die Regieassistenz... Therese hat mir dann auf den Rücken geklopft und hat mich beruhigt, weil dieses Adrenalin, wo du dann hochpusht, ja, klar, wo du eigentlich man will sich dann auch nicht in diese Rolle und auch in dieses, nicht in dieses Gefühl hineinversetzen genau. Und dann halt auch mit so einer Wut oder so. Ja, aber das also, weißt du, dass auch Schauspieler agieren, aber irgendwie muss man das ja, um so agieren zu können, glaube ich, muss man das auch in dem Moment zu kurz fühlen können, irgendwie selber, um dann halt auch diese Rolle dementsprechend zu spielen. So, deswegen war ich nee, du bist ja, du bist Gefühl. Ja, wenn du das Fach kannst, wenn du Schauspiel kannst, wenn du weißt, dass du, wie gesagt, mit dem Alter, sage ich mal so, ich will nicht sagen routinierter, es wird nur leichter, dass du dich in bestimmte Situationen genau, zu versetzen. Weil es ja dein Werkzeug ist, ja, ja, in dieser Sache mit. Ja, verstehe ich. Und 30 Jahre oder 40 Jahre Berufserfahrung, aber irgendwie, wie lange bist du dabei? 30 Jahre? Circa? Jetzt 34, 35. Ja, 34. Fast 40, kurz vor 40 Jahre. Ja, also eine gewisse nee, 40 Jahre noch lange nicht. Nee, nee. Aber es ja, reicht. 34, ja, 30 aber, Jahre. Ja klar, ich bin 52, also ich meine ja. Das, also reicht. Wann hast du deine erste Rolle gespielt? Die habe ich gespielt als... Hast du Schauspiel gelernt? Bist du auf eine Schule ja, gegangen? Ja, klar, auch, ja? Auch. Ja, okay. Du, ich wollte auf so eine staatliche, was heißt, wie sagt man, in so einer bayerischen Stadt, was dafür sorgt, Talente zu fördern und so. Ne? Echt? Das machen die in Bayern? Talente fördern? Sperren die da nicht alle ein? Das ist ja das Fördern. Das, die Talente das sind doch ja alles Kiffer, oder? So, weil du wirst du nicht richtig mit denen da unten. Nee, wie jeder andere. Bloß mit 18 das halt versucht zu machen.
und habe das aufgesucht und habe mich beworben. Aber als ich dahin kam zu dieser staatlichen Schule und ich war Koch vorher, gelernter. Ne? Ah, okay. Und da hatte ich halt nur Rezepte auswendig gewusst und ich hatte mich nicht richtig vorbereitet, konnte das auch dieses Bewerbungsschreiben nicht richtig. Ich habe mich aber angemeldet zum Aufnahmeprüfung oder zum Vorsprechen war das genau. Diese drei Rollen und ich wusste nicht, welche drei Rollen, was für drei Rollen. Ich war halt zu blöd damals, wie ich halt jetzt vielleicht auch noch bin, aber damals noch mehr. Okay. Und die Idee, geil, da gehe ich hin. Genau. So ja, aber dann habe ich eine auf den Deckel gekriegt, wo ich da saß und die anderen, die, wie sagt man, nach oder vor mir kamen, da waren ja Leute da, die waren ja auch zum Vorspringen, war ja fast der gleiche. Und man hat so getroffen, ja, okay, gut, aber die sprachen nicht mit sich selber oder so, sondern Sie lasen in ihren Büchern vor sich her. Und als ich das gesehen habe, was sie lasen, Reklame, okay. Oder der hast du die gelesen? So aus Reklambüchern sind so gelbe kleine Bücher, so Theaterstücke und ah, so. Ah, okay, okay. Und dann ist es so Romeo und Julia oder der andere mit Goethe ist gekommen. Und du dachtest dir, okay, alles klar. Davon habe ich keine Ahnung. Dann geht die Tür auf und dann kommt dein Name. Aber du hast dich entschieden, ich will wieder abhauen. Weil ich ja kapiert habe, du musst, weißt du. Man sollte sich vorbereiten, vielleicht. Aber ich habe es geschafft, ich bin leider weggegangen. Aber was heißt leider? Im Endeffekt, ich habe einen anderen Weg gemacht. Ich habe mich schnell verpisst, habe so gemacht, als mein Name da fiel, hereinzukommen. Ich habe den anderen angeguckt. Nee. Doch, da habe ich gemacht und dachte mir so, naja, dann hat die das nicht sozusagen. Ist nicht zustande gekommen, hat einen anderen aufgerufen, der ist rein, die Tür ist zu, ich bin dann wieder raus. Ja, und dann dachte ich mir, das war's erstmal. Das war der Versuch mit dem Schauspielern. Und dachte mir, ja, okay, gut. Das war ja schon mal eine gute Leistung. Also, wenn mir das gefragt worden wäre, du weißt so, genau diese Szene, wenn die gefragt worden wäre, hättest du bestimmt perfekt abgeliefert, oder? So, im letzten Moment, doch, nee, ich gehe lieber. Na, ich hätte da noch keine, wie sagt man, noch nicht, wie sagt man, die Courage dazu, irgendwas da ja, du hast gedacht, irgendwie, nur als du die Titel gelesen hast, okay, die Anforderungen sind hier ein bisschen höher, ich hätte so vielleicht... mir kam es zu akademisch ja, vor. Ja, zu viel einfach, genau, too much, genau. Okay. Ich wollte doch nur ein bisschen vorsprechen, so ungefähr, ne? Genau. Ja, wir haben ja ähnlich gegangen. Aber es kam dann, dass ich doch mich entschieden habe, weiterzumachen, aber bloß einen anderen Weg und dachte mir so, du tust jetzt Telefon... Zentrale anrufen, also diese, wie hießen die damals? Auskunft, Telefonauskunft. Und fragst nach, gibt es in dieser Stadt noch eine Schauspielschule? Können Sie mir bitte davon eine Telefonnummer geben? Und dann sagte die einfach so geradeaus, ja, ich habe eine Zinnerstudio. Und ich so, Zinnerstudio? Okay, hört sich gut an. Ja, okay. Naja, ich dachte, vielleicht hieß es auch wie die andere Schule, Otto-Falkenberg-Schule. Was ist das? Zinnerstudio, okay. Dann war das eine privatstaatlich genehmigte Schule, wo du halt, wenn du ein Heimkind warst zum Beispiel, oder wenn du niemanden hattest oder wenig hattest, Sozialbrennpunktkind, wo du Schulamt BAföG bekommen kannst. Cool. Und das habe ich dann gemacht gehabt. Aber das habe ich auch erst erfahren gehabt, dass man zum Schulamt gehen kann, wo ich dann auf der Schule jemanden getroffen habe. Ja, die haben dich dann da schon hingeschickt. Wo die anderen, genau. So, das musst du machen, die Anträge holen, ausfüllen, abgeben und dann läuft das. Und das war dann mit Probezeit. War mit Probezeit. Du hast 3 Monate Zeit gehabt. Und dann, Und dann kannst du zeigen, wie dolle du da mitmachen möchtest. Genau. Und wenn du gut dolle mitmachst, wird dein Stipendium verlängert? Oder deine Zahlung, BAföG? Oder genau, das BAföG? Genau, jährlich. Ich meine, weil es 2 Semester. Ist doch cool. Das war auch in Ordnung. Ich hab, in welchem Jahr war das? Das war 89 bis 93. Ja, du bist 4 Jahre da geblieben. Hast aber ganz öfter mal verlängert, wa? Ja, wenn ich sage, so mal. Ja, irgendwann akzeptieren es das. Nee, die Prüfung hatte ich schon bei 3,5 abgelegt gehabt, aber 4 war so offiziell, dass man halt so den Abschied von dieser schönen Schauspielschulzeit so noch nostalgisch mitnehmen konnte, bevor man dann durchstarten musste. Ja, war es ja im Grunde cool, dass du bei der ersten Nummer da einfach abgehauen bist. Also, wer weiß, wie es da ausgesehen wäre. Ja, dann wärst du zu viel in diese
staatliche Nummer, dass du da vorne deine Bühnenbrettarbeit machen kannst und dann die Welt, so diese Welt damit. Also warst du an einer anderen Schule tatsächlich auch wesentlich freier im Agieren? Genau, und, genau. Okay, cool. Die Lehrer waren locker, waren zwar, nee, da war es halt so, die waren halt, die mussten auch ihr Geld verdienen, klar. Mussten auch natürlich irgendwie schauen, wie sie mit ihrem, wie sie mit Showbusiness, Schauspielen und so Zeug zu tun hatten. Das mit Unterricht und so und Geld verdienen. Und dann hast du gemerkt, dass die mehr mit ihrem Leben erzählen. Ja, eigene Erfahrungen. Genau, so. Wo sie mit hineinbringen. Und dann denkst und du vermutlich so, auch ein Teil der Lehrer selbst aus sozialen Brennpunkten kommt und irgendwie auch Chancen bekommt. Oder auch aus Adligen, es waren Adlige auch dabei. Ja, natürlich will ja Leuten da das nicht absprechen, wenn es denen gut geht, dass sie auch weniger gut situierten Leuten dann helfen. So, das aber was ist denn jetzt mit dir? Warum hast du auch in Sonne und Beton mitgespielt? Nee, ich habe nicht in Sonne und Beton mitgespielt. Was ist deine Beziehung dazu? Eigentlich nur, Felix war hier auch schon zu Gast in einem Format, in Show für die Ohren, lustiges Rapperraten. Okay. Sein Bruder ist Fan von mir und wir besuchen uns hin und wieder so auf den Veranstaltungen und sehen uns dann da und ja, sagen uns Hallo. Okay. Und that's it. Im Grunde so. Gut. Und ja, ich habe so... Alles Gute euch weiterhin. Wenn bei mir das hoffentlich mal jetzt mit Verfilmung irgendwie anläuft die nächste Zeit. Du verfilmst oder willst ja, also wird auch meine Buch. Geschichte verfilmt. Ja. Wow. Also nicht die ganze Geschichte. Also ich will jetzt gar nichts darüber eigentlich erzählen. Aber es ist was in Planung und hoffentlich in der Mache bald. Denn wir warten schon viel zu lange darauf, irgendwie Corona, hat uns da vielleicht eigentlich... Manchmal braucht man längeren Atem. Ja, Arten, also ich finde jetzt im Nachhinein hat das ganze Ding auch vielleicht sollte noch so was sein. Dazu bekommen, keine sollte Ahnung. So sein. Also wir haben es auf jeden Fall nicht ungenutzt gelassen, die Zeit, wir haben andere Sachen gemacht. Okay. Die Jungs, mit denen ich da im Film bin, sind halt jetzt auch mein Management, du kennst ja Alex. Ja, also da hat sich jetzt ein greift gerade einen Baustein in den anderen und wir warten einfach ab. Aber da Felix hat ja in seinem Ding mitgespielt und könnte ich mir halt bei mir auch vorstellen, dass er irgendwo mit auftaucht. So. Jetzt Ich sag's jetzt einfach mal. Er weiß es schon, ich habe seinen Bruder auf der Party da, nach der Premiere. Neuköllner Weg oder was war das? Ich weiß nicht, wo das Neuköllner Damm oder ach, was weiß ich. Diese komische Disco 20 Millionen Disco 20 1000, Millionen 1000, genau. Da habe ich, seinem Bruder das schon kurz mit auf den Weg gegeben, ob er ihn mal fragt, ob er sich das vorstellen kann. Okay, gut. Aber die Jungs waren nett von der Disco, die aufpassen da. Die waren ja, gut. Der Service war gut. Super, war super entspannt. So, nur die eine kleine Theke war freigetränkt. Der Arme, ne? Nur die eine kleine Theke, das war ein bisschen gruselig, wenn du was zu trinken haben wolltest. Weil du dann halt echt ewig angestanden hast. Aber ansonsten war das schon super. Hat sehr viel Spaß gemacht. Es war so einer der ersten Abende, wo ich wieder rausgehen konnte ohne Schmerzen. So nach der OP war das halt, ne? So, und war so mit einer der allerersten Termine, wo ich wieder rausgegangen bin. Wie hast du es gemerkt gehabt, dass du auf einmal nicht mehr konntest? Gar nicht mehr. Ich habe hier geschrien. Du warst schon also vor Schmerzen. Was gelegen dann? Ja, muss abgeholt werden mit Feuerwehr und Rettungswagen. Ja, da bin ich jetzt so froh, dass ich da raus bin. Ja, jetzt kann ich mich weiterhin, ein knappes Jahr konnte ich mich gar nicht, ich habe fast 10 Monate nicht gesessen, 8 Monate oder so, gar nicht gesessen. Ja. Ich konnte nicht sitzen, fast nicht liegen. Das war super anstrengend. Musst aushalten. Aber das ist ja, dass jeder kriegt was ab, egal wie, in welcher Richtung, egal ob du reich bist oder arm bist, du hast immer Gesundheit steckst du nicht drin. So, also merkt euch das. Es ist A und O, fertig aus. Du kannst so viel Geld haben, wie du willst. Genau. Ne? Also dann kannst du dir Ärzte leisten, das hilft schon viel, aber du bist halt nicht gefeit vor Krankheit. Wenn es dich erwischt. Wenn es dich erwischt, erwischt. Genauso wie wenn du draußen gefahren wärst, wenn du im Flugzeug und so ganze Scheiße. Ich meine, Busfahren ist auch gefährlich, sag ich immer so. Ja, klar. Wo geht's denn bei dir jetzt hin, reisemäßig, also arbeitstechnisch? Hast du schon irgendwie, gibt's Projekte, die anstehen? Nee. Ich habe da ja auch, wir haben, da sind wir, der Alex und ich, ein gutes Team. Und wir bauen da was auf, was dann Alex so führen wird, auch als Management und so. Und wir wollen das mal so durchstarten oder besser gesagt anbieten. Sagen wir mal, wie man auch dann uns erreichen kann und wenn halt für Schauspieler und andere noch mit dazukommen in diese Agentur, ob sie jetzt Musiker sind oder weiß nicht,
muss man dann besprechen, was man und welche Kriterien an Showbusiness Menschen man da mit einbezieht. Aber ich denke, wir haben da so eine gute Absprache und wir machen das ganz gut. Und also es ist auf jeden Fall, es wird was passieren. Darüber es kann wird man dann, so oder so was passieren. Weiß ich nicht. Du, ey, mir, pass auf, André, mir ist es ehrlich gesagt, ich gehe mit dem um, was ich einfach zu tun habe. Weißt? Ich gehe wieder in die nächste Stadt, mache da wieder eine Zeit lang da, wenn ich was helfen kann, egal was es ist. Dann wieder in die nächste. Ich habe immer so ein paar Sachen immer noch zu tun, obwohl man halt, vielleicht sagt man mal so, gar nichts hat. Aber es macht nichts. Ich will auch nicht damit angeben oder irgendwie sagen so, hey, ich... Sondern ich möchte einfach sagen so, das, was du erreicht hast, genauso auch wie das da hier. Hey, muss man erst mal erreichen können. Hut ab. Dein Leben auch mit dem Erzählen, mit dem, das noch zu verfilmen. Hut ab. Alles toi, 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 habe ich schon vorhin gemacht. Es sind ja so Etappen. Du wirst ja auch immer älter. Ja. Und irgendwann mal kommt es ja auch an einem vor, dass man sagt, war es das oder war es es nicht wert? Meine Frage Zeit, ne? war dann immer, das kann doch nicht alles gewesen sein. So, genau, nicht, ich sage ja Zeit. Ne? Das kann es nicht wieder, gewesen genau. sein. Alter. Also kommt ja auch wieder irgendwas, weil du ja aber das geschaffen hast. Und da jetzt gerade bist, wo wir jetzt auch sind, zeig mir. Kann ja Zeit sein. Bumm, wer weiß, mit Schnitt hast du eh. Aber das hast du geschafft. Da bist du dabei. Bingo, fertig aus. Und damit machst du jetzt erstmal kreativ schön weiter. Ja, klar. Ja, und im Moment ich, bin ich an dem Punkt, dass ich sehr zufrieden bin mit dem, wo ich hergekommen bin. Oder wie ich hier gelandet bin wo ich gelandet bin. Das muss man erstmal auch schaffen. Und, ne? Also jetzt kann es unterlustig, ohne Schmerzen, Gott sei Dank, jetzt endlich dann auch weitergehen. Genau. So. Aber ich lasse mich halt nicht mehr so gerne so treiben. Ich habe das früher sehr gerne gemacht. So, ach, wenn ich nicht hier bin, dann bin ich da so und morgen bin ich dort. So. Ich bin sehr froh, dass ich gerade sehr fest verankert bin und meine Strukturen habe und das, also auch mein Leben und die Arbeit halt komplett ausgerichtet habe, so dass ich mich eigentlich sehr wohl darin fühlen kann, egal in welchem Bereich. So, natürlich gibt es so Sachen an der Arbeit, die man so voll nicht gern macht. Klar, klar. So, aber das bringt jede Arbeit mit sich. Aber dafür so 70-80% meiner Arbeit, die liebe ich sogar. Perfekt. Und das hört nicht auf. Also geht auch. Aber erstmal bin ich so an dem Punkt, wo ich denke, okay, gut. Meine Ansprüche ist genüge getan. So, okay. Ne? Und das kann ich auch gut präsentieren. Sie hast ja gesehen, so, ich habe es meinen Leuten noch gar nicht gezeigt, weil ich jetzt demnächst auf Insta machen mal auch, das hier alles renoviert und so. Einfach gekümmert. Weiterkommen, den nächsten Schritt. Im Grunde ist sowas auch wieder wie schön, so ein Neustart. Das ist cool. Immer, ne? Weißt du, kannst du alles. Man hat ja alles, was man will, weißt du, mit solchen Sachen. Und das ist ja auch dieses, was heute ne, mit dem Internet. Freie Marktwirtschaft und das alles kreativ, was man damit machen kann, Technik und so, sind solche Sachen das Ergebnis. Mike Tyson macht ja auch sowas. Ne, als Sender. Was genau? Hat auch so einen Podcast. Weißt du, der Boxer da? Podcast. Ja, klar, Mike Tyson. Und macht, ja, und wenn du das hast, ist witzig. Klar. Ja, jetzt ist medialer Mensch. Schöne Unterhaltung, gute Unterhaltung. Er ist eine der Sportfiguren aus den 90er Jahren oder wann das war, ne? So, wo er da sein High Life hatte und hat ja auch Dinger abgeliefert vom Allerfeinsten, ne? So, also, und der hat garantiert noch seine Fans. So, und auf jeden Fall. Das funktioniert und davon kann der bestimmt Legende, leben. Legende, mein König. Und die Leute wollen ihm zuhören. Hast du noch, willst du noch irgendwas loswerden? Ich? Ja, den Leuten sagen. Den Leuten was sagen. Was soll man euch sagen oder Leuten sagen? Für eins möchte ich mich bedanken. Was ist passiert, wenn man als Künstler oder wie auch immer mit dem Showbusiness die Menschen unterhalten kann, mit Arbeit zu tun hat. Wenn man da draußen von euch, wie gesagt, gemocht und geliebt wird und man prallt darauf, dass das oder dass dies wunderschön ist, weil da merkt man, dass man lebt. Vielen Dank für die gute Anerkennung. Für die Blumen, ne? Und auch zurück. Ne? Ja, ey, da schließe ich mich direkt an. So. Also wenn ich jetzt das sehen würde, würde ich denken, was ist denn das für ein Schmarrn, was da gelabert wird? Nein, ist nicht so. Ist naja, nicht okay, so. Okay, gut. Meine Leute wissen das, die lieben Deine das. Leute. Die lieben das auch. Grüße an euch. Wie gesagt, David, wir sind bei Sick Talk. Sick Talk. Wir sind bei Sick Talk.
In diesem Sinne, meine Lieben, vergesst nicht, euch ein Tourticket für die Sick Gemerksmal-Tour zu kaufen. Sick der Katastrophenfilm ist noch in Dresden, in Leipzig und in Berlin. Und zwar am 4., 5. und 6. 5. Mai. Also kommt vorbei, holt euch euer Ticket bei Eventim. David und ich, wir sind raus. Haut da rein, ihr Lieben. Ja, High Five, ich lasse dich nicht hängen. Danke für euch, Andi. Vielen Dank.